Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster-Welt zu einer neuen Folge Nio, wo wir hier irgendwo auf dem Berg hier sind, wo wir Caddy finden und seine Pläne vereiteln sollen. In der letzten Folge haben wir es ja tatsächlich geschafft, den roten Dämon Lee zu besiegen und haben damit einen neuen coolen Feuertiger bekommen. Aber den können wir da noch nicht so echt einsetzen, weil seine wahre Macht sich erst entfaltet, wenn unser Geist einen bestimmten Level erreicht hat, und da sind wir halt noch nicht. Da müssen wir erst noch ein bisschen Amrita sammeln, bevor es soweit ist. Aber dann, glaube ich, wird der auch richtig gut. Ich glaube, der wird tatsächlich besser als Kato. Okay, der hat nicht so wirklich gute Sachen. Moment mal, war hier nicht der Anfang? Ja. Wo ist der Oni hin? Oh, wo ist der Kristall hin, der hier war? Ist das, weil ich unten diesen Kristall zerstört habe? Muss ja, ne? Aber was hat das genau bewirkt? Also, auf jeden Fall ist der jetzt weg und der Kristall ist... Oh, okay. Der Kristall war genau hier unten drunter. Alles klar, okay. I got it. Okay, dann können wir jetzt hier weiter. Da war irgendwie nix. Komm schon, irgendwas von diesen Kisten ist was. Ich weiß es. Na. Irgendwie nicht. Hehe. Okay. Der hat's mir einfach gemacht. Aha. So, ein wenig Salz. Okay. Ich benutze das Salz zwar nie, aber egal. Besser wäre kein Salz. So, das hier ist so ziemlich der einzige Weg, wo wir noch nicht waren. Oh, hallo. Komm her, du Scheißteil. Doch keine Chance. Nein, das kann er. Erstmal durchsuchen. Ja, okay, drei Stück schon nicht schlecht. Aber ach, Stufe 68. Ach, wozu das? Oh. Darum das Risiko eingehen. Du hast mich überzeugt. Ach, cool, Gegengift. Schade. Das könnte man was damit machen. So, wir beten zu den heiligen Kodama. Stufenaufstieg. Okay. Ich weiß nicht, kriegt man von den Geistkids hier ebenfalls Amrita? Okay, also von den Dingen hier kriegt man auch Amrita. Und das hat lustigerweise gereicht, um das Level abzubekommen. Cool. So, Fähigkeit hoch. Oder doch lieber Geschicklichkeit nachziehen. Ach, zwei Ninjutsu-Fähigkeitspunkte. It's tempting. Oder den Geist hoch, weil dann... Ja, macht Sinn, weil dann sind wir schon mal einen Schritt näher an Enko dran. Der unlockt halt seinen ersten Bonus bei 13 Geist. So, Körper, Herz. Natürlich auch immer noch ein Thema. Ziehen wir erstmal den Geist nach. Das ist sowieso wichtig wegen der Verteidigung. Und ja, wenn wir damit Enko und generell die Schutzgeister noch verbessern, ist das sowieso nicht verkehrt. So, jetzt aber. Das Ding spawnt hier immer, also. Man kann einfach immer hier hingehen und Amrita von denen bekommen. Mit etwa 800 ist das gar nicht so schlecht. Aber naja, es gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, um zu grinden. Zum Beispiel den hier die ganze Zeit auf den Sack zu gehen. So. Here we go. Autsch. Ich
will tatsächlich meine Waffe ändern, weil das doch gegen die viel besser ist. Ach, Idiot, ich hätte Kralle einsetzen können, aber ich dachte, er hätte sein Chi noch. Komm, mach was. Alter, ist der defensiv. Hehe. Und den. Das ist gonna be kill. Ah, noch nicht ganz. Jetzt. Nice. Und Wechsel. Jetzt haben wir mal einen Nutzen dafür gefunden, dass wir zwei Waffen mitnehmen können. Für die Geisterduelle Doppelkatana gegen Dämonen Kusarigama. Boah, 8 Elixiere, not bad, not bad. Jetzt auch, weil ich so viele schon gefunden habe hier. Bei Kodama habe ich noch nicht viele. Ich glaube, es 2. So, bevor wir uns da in der Mitte mit dem Joker anlegen, gucken wir uns erstmal die umliegenden Häuser an. Was es hier noch so gibt. Das ist bisher nicht viel. Hier ist irgendwie auch nichts. Das ist aber doof. Oh, hi. Sterb mal bitte. Hallo. Hab jetzt eine Warner. Für den erwischen? Ja, der wird sich gleich rumdrehen, ne? Ja. Naja. Ah, oh, nice. Das ist maximal Vertrautheit. Tatsächlich, ich finde, der. Die Kralle von der Kusarigama ist cooler als mit dem Doppelkatana. Wenn der da so richtig schön mit so. Der dann so richtig so voll in den Gegner reinhaut. Und mit den zwei Katanern ist halt einfach ein Zustechen. Ist auch cool, aber ich mag die brachiale Frucht von der Kusarigama lieber. So, und ansonsten ist hier jetzt nichts. An den Yokai, da kann man sich einfach vorbeischleichen. Ist jetzt auch kein Grund, gegen die zu kämpfen. Klingt dadurch am Rita, aber man kriegt doch alles am Rita. Moment, da liegt aber was. Okay, wir haben doch einen Grund, das zu machen. Komm. Zack. Nein. Oh, fuck. Ich habe versucht auszuweichen, aber es hat nicht funktioniert. Okay. Okay. Du willst es so? Kannst du haben. Dämonenhorn, wow, das hat sich gelohnt. Und 2 Elixiere, wow. Okay, das hat sich echt gelohnt. Und die Lockern ist nun. Alter, wenn ich jetzt geskippt hätte, da wäre mir echt einiges entgangen. So, erstmal die Amrita hier. Okay, der kommt schon von selber. Das ist gut. Hauptsache, ich muss nicht gegen beide kämpfen. Und den. Du, ich habe jetzt keine Zeit darauf zu achten, was du da sagst. Zack! So, warten. Okay, was ist dies? Okay, der heilt sich. What the fuck?
Oh Gott. Aber ich hab mir den. Kann das schaffen? Jawohl. Vielleicht kann ich das Ding einfach zerschießen. Vielleicht. Oh, Kappa! Komm her, du Scheißding. Easy. Tja, du bist da leider in die falsche Richtung gelaufen, würde ich mal sagen. Schön da in die Ecke geklemmt. Also ja, ich glaube, das ist es, was diese Steine da tun, was diese Amrita-Steine da tun und was auch gerade der, wie heißt denn jetzt nochmal, unser Katzenfreund da andeuten wollte, dass die Dinger einfach Yokai in ihrer Nähe heilen und das ist natürlich ätzend. Und hier geht's wieder nach unten. Jetzt muss ich erstmal das Ding hier zerstören. Ich wollte gerade sagen, möglichst ohne, dass der da aufkreuzt. Machen wir es einfach so. Dann kann es mir egal sein, wenn du dazwischen funkst. Plus, wir machen mehr Damage und können das nicht schnell zerstören. Oh wow, und der stirbt, wenn man. Okay. That's cool, I guess. Ich hätte auch einfach direkt unter Tage gehen können und später hier das abgrasen können, weil logischerweise hätte man das Ding auch von unten zerstören können. Sieht man ja hier auch. Noch ein Edward. Vom Unjudo gekillt worden. Oh Gott, hier sind schon wieder so viele Wege. Wo soll ich hin? Moment, da komme ich her. Und da geht es wahrscheinlich weiter. Oder, ah, vielleicht geht es auch hier oben weiter. Wir gehen erstmal unter Tag. Aber nicht durch das Loch, sondern über die Leiter. So, wo sind wir hier? Hier ist Zeug, das ist cool. Nichts da, zu langsam! Bam! So. Oh, das war meine Lichtquelle. Ups! Ach, da steht so eine Lampe drauf, okay. Da ist ein Yokai. Hier kann ich rein, tatsächlich, okay. Das nutzen wir natürlich aus. Jetzt bin ich slapped. Kann man eigentlich... Oh Gott, warum spring ich da voll rein? Oh, fuck, ich bin tot. Oh, wow. Noch nicht. Aber fast. Ich weiß gar nicht, ob man Yokai überhaupt blocken kann. Ob man ihn überhaupt parryen kann, aber... Oh, Gott. Alter. Das war einfach nur schlecht. Das war wirklich einfach nur schlecht von mir. Liegt wahrscheinlich daran, weil wir fast am Ende der Session sind. Das Phänomen kennen wir ja. Aber wenigstens zieht der Yokai weg und ich kann einfach hier durchrennen. Das ist ganz praktisch. Den ganzen Typen einfach hinter mir lassen. Der hier ist auch weg. Oh, gratis Amrita, cool. Aber unsere Seelen, unsere Amrita wollen wir natürlich zurückhaben. Ich trotzdem einfach immer zuerst Seelen sage. Ah, René, du weißt sehr genau, was das eigentlich ist. Ja, aber Seelen. Okay, wir buffen uns jetzt ein bisschen. Oh Gott! Er kann es trotzdem noch. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach um ihn rumstrafen. Aber so einfach war es dann doch nicht. Aua. Oh wow, okay.
hab die Schockwelle nicht respektiert. Hab dafür eine fette Abwarnung bekommen. Arsch, damit. Zack. Und nimm den. Das war's. Elixier schon mal gut. Oh, cool. Oh, hi. Das muss weg. Hey, du. Was machst du da unten? Stützt sich nicht die Kopf? Guck mal. Ja, okay, es ist sehr knapp. Es ist sehr knapp. For Honor? For Honor? For Honor! For Honor! Nix da. Aua. Okay, here we go. Nimm den! Oh, cool. Zack! Okay. Stay patient. Okay. Oder wirf einfach eine Granate und beende es. Und wieder einmal mit dem Doppelkatana. Die ist direkt viel besser. Die Parries are strong. Gotta respect the Parries. Ich glaube, von hier komme ich. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt Luca vorbei. Ah ne, hier hoch kann man auch noch. Okay. Was ist denn hier? Hau ab hier! Ich glaube, ich sollte erst den Yokai klatschen. Ich glaube, hier geht's weiter. Here we go. Oh. Oh, es ist so ein Ninja-Typ. Friss! Das wird jetzt wehtun. Okay, ich muss weg. Boah, diese Schockwelle, ey. Das ist der Hammer, wie weit die reicht. Oh oh. Vielleicht ist das dann. Oh Gott. Ja, scheiße. Schlecht gemacht von mir. Zugegeben. Das war verdient, das war dumm. Aber naja, den Einfahrt haben wir ja schon abgeschlossen. Müssen also nicht nochmal dahin. Können einfach schnurstracks dahin gehen, wo ich meinen Anrieger jetzt gelassen habe. Unterwegs vielleicht noch irgendwo. Ah ne, es ist direkt hier. Cool. Das ist gut. Zack. First Strike. Oh wow, okay. Mehr reicht jetzt sowieso nicht. Also kann ich auch eine starke Kombi machen und ein bisschen mehr Damage machen. Okay, stört die Kumpel. Vorsicht, nicht den Kampf da triggern. Jawohl, bester Tamahagane. Voll, Dude. Oh. Hier ist irgendwie gar nicht. Oh, doch, hier. Fast übersehen. Oh, geil. Sakai-Gewehr. Übelst. Ist mein Gewehr eigentlich... Ah ja, okay, es ist ein einzigartiges. Oh, dich hätte ich fast vergessen. Und stopp!
Hachiyashu Kusarigama. Ich glaube, die ist neu. Ich glaube, so eine hatten wir noch nicht. Okay. Der Hochschneider. Sieht nicht nach einem anderen Spieler aus. Und die Ausrüstung ist nicht so geil, also lassen wir das. Lohnt sich nicht. Wow. Was komm du her? Der andere ist mir egal. So, ich hätte natürlich noch den letzten Schlag da kommen machen können, aber ich dachte mir, der würde mich dann treffen und das wollte ich natürlich vermeiden. Hätte dann schießen können und hätte mich wahrscheinlich getroffen. Meine Kombo dann sowieso abgebrochen. Deswegen bin ich da einfach safe geblieben. Okay. Noch so ein Typ. Kriegen wir die gerade? Yes! Oh yes. Nein, ich bin jetzt gekommen. Aber ich kann jetzt, glaube ich, kommen. Und ja. Und killen. Oh cool, Wasserbenutzer. Und ein Dämonenhorn wieder. Cool. Hä? Okay, was liegt denn hier alles rum? Hier ist auf jeden Fall ein Omamori-Anhänger. Den können wir mitnehmen. Nein? Keine Spinne an der Decke oder so? Nein? Okay. Erstmal beten. Kann es sein, dass die Amrita-Anzeige leuchtet, wenn man Level-Up machen kann? Oh wow, das ist ja auch richtig viel. Ja, ich glaube schon. Die schimmert dann so gelblich. Ist mir gerade mal so aufgefallen. So, Geist machen wir, glaube ich, noch weiter. Ah, jetzt nur plus 2 verteidigen, okay. Also da bin ich dann schon, also da überlege ich mir das dann direkt doch schon mal, ne? Ah. Aber Geschicklichkeit wäre nicht schlecht. Und vielleicht doch lieber was anderes. Ja, also Fähigkeit ist diesmal nicht so das. Nicht so gut wie die Geschicklichkeit. Hm? Hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, komm. Hau raus hier. Nicht zu viel drüber nachdenken. Also, ja, man muss sich natürlich Gedanken über seine Level-Ups machen, aber man muss es auch nicht übertreiben. Man muss keine ganze Episode dafür opfern. Erstmal das da einsammeln. Jetzt habe ich da unten links so dermaßen viele Punkte, aber ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Okay, da ist schon mal, hängt schon mal eine Leiter. Also werden wir hier noch nicht am Ende sein. Okay, wo sind wir hier? Ich schätze mal, hier kommt man wieder zurück dahin, wo ich vorher war. Oh, das hätte ich beinahe übersehen. Ah, Kodama. Nice. Ey, du, geh mal da. Geh mal da hin. Das ist ein McDonald's. Oh, nice. Ah, ich wusste es doch. Hehe. deswegen hatte ich immer die Verteidigung oben. Oh, okay. That's nice to have. So. Ah ja, da unten kamen wir her. Alles klar. Alter, wie viele Wege hier zwischen da und da sind, ne? Oh Gott. Wer war das? Penner da oben. Ich komme jetzt dahin. Was machst du jetzt? Jetzt ist es sterben. Da hilft auch kein Ducken mehr. Okay.
Keine einzigartigen Dinge, langweilig. Oh. They want to do this? Yes! Okay. Man kann Leute, die einfach so auf mich schießen. Ich find das nicht geil. Ich könnte natürlich wieder Kato Tactics anwenden. Aber auf der anderen Seite will ich halt Kato nicht dafür opfern. Habe ich jetzt schon mal gemacht, aber naja. Ich weiß ja jetzt, dass die Antwort unter Tage liegt. Da unten ist ein Kodama. Da muss ich hin. So, und hier haben wir auch noch nicht weit. Ach, hier war gar nichts mehr ansonsten. Moment, war nicht hier noch irgendwie ein anderer Weg? Hier war noch ein Weg. Hallo. Oh, da ist noch einer. Tschack. Oh, da ist noch einer. Am Arsch, Junge. Oh, oh, mein Fokus. Okay. Einmal Spitzhacke, bitte. Ein Lederkusane. So, hier war noch ein Kodama, den ich übersehen habe. Fast übersehen habe. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir da durchkommen. Das machen wir aber tatsächlich nicht mehr diese Episode, sondern erst in der nächsten Episode Nioh. Und das ist tatsächlich auch das Ende dieser Session. Das wird interessant, wenn ich in der nächsten Session direkt gegen so einen heftigen Kampf vor mir habe. Obwohl man wahrscheinlich auch irgendwie nochmal unter Tage kann und dann das Ding auch von der anderen Seite zerstören kann. Die Frage ist, weiß ich das in der nächsten Session noch? Wir werden es herausfinden in der nächsten Session Nioh natürlich. Lol, ich wollte schon Dark Souls sagen. Nioh. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns in der nächsten Session wieder.